kommen wir so zum kleinen offiziellen Teil des heutigen Tages, die Begrüßungsansprache. Und ich möchte einfach mal hier unseren Vorstand vorstellen, weil alleine ist ja sowas nicht zu machen. Das heißt, wir brauchen ein großes Team. Das ist jetzt mal ein kleines Team. Den Rest vom großen Team, den findet ihr hier überall auf unseren Ständen. Ob am Vereinsstand, ob an der Tombola, beim Grill, bei den Getränken, beim Kuchen, bei der Anmeldung und auch hier zwischendrin im Gelände, hier hinten im Backstage-Bereich, ganz versteckt, bei der Fahrzeugeinweisung und. Überall haben wir ganz, ganz viel zu tun. Sag mal, Klaus, wie viele Helfer sind denn heute hier? Was schätzt ihr denn, wie viele Helfer heute hier sind? Werft mir mal ein paar Zahlen zu. Was glaubt ihr, wie viel? 30? 40? 70? Okay, ich löse es auf. Es sind fast 100 Helfer heute hier im Einsatz. Ansonsten, ich meine, ihr seht, es sind so viele Helfer dabei. Aber wir brauchen echt noch Verstärkung. Also wir würden uns freuen fürs nächste Jahr, wenn sich noch Leute bereit erklären mit ihren Fähigkeiten. Kommt ins Orga-Team, bereitet dieses tolle Festival vor. Werdet Helfer, werdet Koch, werdet Frittiermeister. Seid der Grillstand, seid der Waffelstand, macht einfach mit. Also ihr könnt euch gerne bei uns direkt melden, uns ansprechen oder geht zum Vereinstand. Da liegen Listen aus. Und noch etwas, wir wären total dankbar, wenn ihr uns bewerten würdet. Wie hat es euch gefallen? Wie ist das Festival? Am Vereinstand kann uns Feedback gegeben werden. Wir haben einen kleinen Fragebogen vorbereitet. Aber weißt du was, Klaus? Mich interessiert, wo diese Menschen hier alle herkommen. Ich meine, das sind doch alles keine Freeberger. Ich glaube auch nicht, oder? Ich meine, wir haben hier noch einen Ehrengast auch noch hier oben stehen, der für Friedberg zuständig ist. Da kommen wir auch gleich dazu. Und seine zukünftige rechte Hand. Kannst du mich auch gleich wieder hochkommen. Aber mich würde es wirklich mal interessieren, wo kommt ihr denn alle her? Wer kommt aus Friedberg? Wer kommt denn aus Friedberg? Mal Hand hoch. Wer kommt aus Bad Nauheim? Wer kommt aus Butzbach? Wer kommt aus Offenbach? Wer kommt aus Gießen? Ja. Wer kommt aus Berlin? Ihr lacht? Also eine unserer Helferinnen kam tatsächlich hierher aus Berlin. Wer kommt aus Mainz? Wiesbaden? Oh, mega. Also ihr seht, wir haben hier einen riesen Umkreis. Ich weiß, dass Leute aus Darmstadt da sind. Pommes gibt's da vorne. So, das heißt, wir sind hier ganz, ganz vielfältig. Also, wenn ihr Lust habt mitzumachen, das nicht nur bei unserem Festival, wir haben noch ganz, ganz viele andere Aktionen. Geht zu unserem Infostand, dort bekommt ihr alle Informationen und nehmt ein T-Shirt mit. Aber es geht natürlich auch nicht ohne Unterstützung. Und ein Unterstützer, der heute hier ist, darüber freuen wir uns ganz besonders. Und den werdet ihr auch gleich noch am Getränkestand erleben dürfen, ist nämlich Ketil. Ketil, was machst du denn hier so in Friedberg? Ja, danke Klaus. Ich möchte erstmal euch alle begrüßen im Namen des Magistrats der Stadt Friedberg. Herzlich willkommen hier zum Menschmach-Mit-Festival 2024. Hallo! Und vorneweg einen ganz, ganz großen Dank an Klaus Schumacher und sein großes Team, die das Jahr für Jahr wieder auf die Beine gestellt haben. Und du hast ja gefragt, wo kommen die ganzen Leute her? Das zeigt ja auch, es ist ein relevantes Festival. Es ist das größte inklusive Festival Hessens und eins der größten in Deutschland. Und das muss man einfach mal sagen, ich bin sehr, sehr stolz, dass es hier in Friedberg ist. Du hast gefragt, jawohl. Du hast gefragt, wo unterstütze ich das Menschmach-Mit-Festival? Ich habe natürlich Werbung dafür gemacht. Ich habe viele Menschen gefragt, die wiederum viele Menschen gefragt haben, ob sie mitmachen können. Ich habe erzählt, dass sich das Mitmachen hier nicht wie Arbeit anfühlt, sondern einfach Spaß ist. 2 Stunden am Getränkestand, danach schön in der Sonne liegen. Was gibt's Schöneres, oder? Ja. Und ich bin ja der Schirmherr hier des
des Festivals und zum Glück nicht der Regenschirmherr. Und dafür haben wir auch gesorgt, dass die Wolken etwas vom Himmel sind und hier Sonne scheint, weil es wäre wirklich schade gewesen, wenn es hier regnen würde. Wird es auch heute nicht, versprochen. Wolltest du mal noch was fragen? Ja, du bist Schirmherr, aber du machst so nebenbei, hast ja noch, bist ja für die Stadt Friedberg tätig, sehr aktiv, seit Anfang diesen Jahres als unser neuer Bürgermeister. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr, dass nicht nur die Stadtverwaltung, sondern auch ihr oberstes Gremium, das Oberhaupt der Stadtverwaltung, hier uns auch als Schirmherr unterstützt. Und du hast ein paar Sachen eben aufgezählt. Wir hatten gestern noch ein Telefonat. Ja, und da war dann die Frage, Brandschutz, wie sieht's denn aus? Und das hast du, weil ich nichts mehr von dir gehört habe, denke ich, super irgendwie regeln können. Genau, das haben wir geregelt. Du hast gesagt, ich bin der Bürgermeister, das bin ich. Ich laufe sonst ein bisschen mit Hemd und Sakko rum. Heute bin ich froh, dieses coole T-Shirt tragen zu können. Das habe ich mir erworben auf der Fahrspaßschule, was auch ein tolles Event ist von euch. Also, ich wollte mal grundsätzlich sagen, wir in Friedberg hier haben viele, viele große Themen, die wir anpacken müssen, ja? Wo wir Mitmachmenschen brauchen. Ich finde, ihr mit eurem Festival lebt vor, was es heißt, wenn viele Hände anpacken, viele unterschiedlichste Menschen zusammenkommen. Hier spielt es keine Rolle, ob man ein Handicap hat oder keins, woher man kommt, von der Nationalität, von der Kultur. Das spielt hier keine Rolle, das ist hier kein Thema, sondern es ist ein Miteinander. Und das lebt ihr vor, das spürt man hier. Und das brauchen wir für Friedberg, oder? Damit es vorwärts geht in Friedberg, brauchen wir diese Gemeinsamkeiten, Leute, die mitmachen, einfach mal so ehrenamtlich, das Ehrenamt wird hier hochgelebt. Und was mich auch immer hier ganz besonders berührt oder was ich bewundere, ist, wenn Menschen wirklich schwere Einschränkungen haben, ja, schwere Handicaps haben. Und wir haben in Friedberg in den vergangenen Jahren immer so die Eigenschaft gehabt, hier zu meckern, da zu meckern, was nicht alles so toll läuft. Und wenn man sieht, dass jemand, der schwere Einschränkungen hat, trotzdem positiv dem Leben gegenübersteht, ist das was super Starkes und das ist ein richtig tolles Vorbild für mich. Und an sowas sollten wir uns orientieren und das können wir heute hier mitnehmen, glaube ich. Also ganz lieben Dank an die Organisatoren, an alle, die heute mitmachen und macht das nächste Jahr wieder mit, bringt nochmal so viele Menschen mit. Einen wunderschönen Tag euch. Ganz lieben Dank, Ketil. Und ich wünsche dir heute noch ganz viel Spaß hier und auch beim Getränkeausschank. Also nicht, dass ihr denkt, nur weil er Bürgermeister ist, kriegt er dann extra Freigetränk, ja? So nett, ja? Aber ihr bekommt es mit ganz besonders viel Liebe durch das Oberhaupt der Stadt Friedberg eingeschenkt. Ja, das ist auch schon mal was wert. Eigentlich kostet das dann das Doppelte, oder? Wie war das? Oder noch eine kleine Spende in die Spendenbox. Genau, das ist auch noch eine Sache. Schaut mal auf dem Gelände, überall stehen Spendenboxen. Und es wäre ganz toll, wenn ein bisschen Geld reinwandert. Am Vereinsstand, am Grillstand, am Getränkestand. Also Taschen locker machen, Geld rein. Jeder Euro zählt. So, ich darf uns noch mal ganz kurz hier vorstellen, was stehen da eigentlich für Menschen. Also Nadine habt ihr gerade schon gehört, das ist die zweite Vorsitzende von Mensch mach mit. Dann haben wir Holger, unseren Finanzwart, Zahlmeister und ja, Herrscher der Konten. Dann haben wir unsere Marion auch schon ja, Gründungsmitglied, ja, als Beisitzerin bei uns im Vorstand und unseren Björn, der heute in seiner Funktion als Ordner hier durch die Reihen schweift und guckt, dass alles okay ist, auch als Beisitzer bei uns im Vorstand tätig. Eine Beisitzerin kann leider heute aus gesundheitlichen Gründen nicht da sein, unsere Divi, aber sie ist mit Sicherheit in Gedanken ganz, ganz eng bei uns. So!